Ganz andächtig überwacht der Preußenadler das Trainingsgelände des SCP. Doch auch er weiß nicht, wohin Münsters Weg führen wird. Zwei Spiele haben die Preußen in diesem Jahr absolviert. Am Ende holte das lose Team einen Punkt bei 0 erzielten Toren. Haben die Adlerträger also ein Offensivproblem? Ich versuche die Dinge, die gut laufen, positiv zu erwähnen und natürlich gab es Kritikpunkte. Wir hätten mehr Entschlossenheit im Angriff zeigen müssen, mehr Willenskraft, auch das gegnerische Tor, auch wenn da mal ein, zwei Gegner im Weg stehen, zu attackieren. Und trotzdem hatten wir Riesenmöglichkeiten. Mehmet Kara braucht nur den Fuß hinhalten. Benjamina steht frei vom Tor. Da musst du halt das Tor treffen und das Tor machen. Und dann läuft das Spiel anders. Dann hast du 3 Punkte heimsich eingefahren und erledigt. Und genau an diesen Fehlern haben das Team und der Trainer unter der Woche hart gearbeitet. Am morgigen Samstag gastiert Münster bei Holstein Kiel. 3 Punkte für Jens Truckenbrot und Co. wären so wichtig. Fehlen wird den Adlerträgern im hohen Norden definitiv Patrick Kirsch. Auch hinter Simon Scherder steht ein dickes Fragezeichen. Der Abwehrspieler plagte sich in den vergangenen Tagen mit einer Magen-Darm-Grippe. Doch Ralf Lohse ist sich sicher, dass das Team im Vorfeld alles für einen Sieg in Kiel getan hat. Ich habe viele Offensivaktionen gemacht, 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, all die Dinge, die auch im Spiel auf uns zukommen. Und natürlich ist unser Trainingsplatz nicht in dem Zustand, dass da immer so eine optimale Ballführung durchgeführt werden kann. Aber die Jungs haben großen Willen gezeigt. Das ist das Entscheidende. Und wie gesagt, ich habe keine Mannschaft gesehen, die jetzt völlig niedergeschlagen war noch von dem Spiel. Das ist, glaube ich, aus den Kitteln raus. Der SC Preußen Münster hat nur 3 Punkte Vorsprung vor Kiel und damit vor dem ersten Abstiegsplatz. Eine Niederlage würde Münster ganz tief in diesen Strudel mitreißen. An dieses Szenario möchte natürlich auf Preußen Seite niemand denken. Trainer Ralf Lohse erklärt, wie man in Kiel bestehen könnte. In Kiel wird es auf alles ankommen, auf eine solide, konzentrierte, bissige Mannschaftsleistung in der Defensive und auch um eine gemeinschaftliche Offensivleistung. Man kann auch manchmal einen Treffer durch eine Standard erzielen, man muss es nur erzwingen. Und da muss jeder die Bereitschaft zu haben, da die Wege zu gehen, die dann manchmal auch wehtun in den gegnerischen 16er, um die Spiele zu entscheiden.